Mal kurz einen Abstecher hier in Klagenfurt und was ich vor mir habe, sind wunderbare Kekse. Ich habe nämlich hier Kekse und Kaffee bekommen und der, neben mir sitzt der Jürgen. Hallo Hallo, Jürgen, servus. schön dich wiederzusehen. Ebenfalls, ebenfalls. Also die Kekse, die sind echt super. Müsste mal probieren mit Kokos und so. Von wem sind die noch? Diese leckeren Kekse sind von der Hemp-Bayer, von der Martina aus Graz. Ja, finden sehr großen Zuspruch hier bei uns. Sind lecker, schmecken gut, ja. Ausgezeichnet. Weil viele, die meisten oder wenige haben ja wirklich auch Lebensmittel und das finde ich super. Aber mal kurz was anderes. Wir haben ja gar nicht viel Zeit. Bald ist die Cultiva. Seid ihr auch da? Wir sind auf jeden Fall auf der Cultiva vertreten als Besucher. Und auf dem Stand 82 werdet ihr uns öfters Jetzt habe vorfinden. ich gesehen, ey, ihr habt hier einiges gemacht bei Mr. Smart. Der Keller ist völlig ausgebaut und man erkennt es gar nicht wieder. Kannst du noch mal kurz einen Überflug machen? Was gibt's alles Neues? Also, da ist wirklich einiges passiert. Vor 1,5 Jahren, da war noch ein Keller mit 10 cm Wasserrinnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Es ist ein riesengroßer Fliesenboden gelegt worden, ein Raum in Raum geschaffen worden. Und für unsere Besucher finde ich ein kleiner Small Crow Shop geschaffen worden. Ja. Feine Sache. Fühlt man sich wohl, diskret. Wir haben jetzt dann oben den Headshop-Bereich, wo immer Bongs und Papers verkauft werden. Und da unten kann man die Grower diskret beraten, ohne dass sie gestört werden von anderen Menschen, die was sich gerade nur eine Papers kaufen oder andere Kleinigkeiten. Ja, habt ihr wirklich super gemacht. Ja, also ihr seid auf der Cultiva nur zu Besuch. Schade, dass ihr da noch keinen eigenen Stand habt. Ich habe glaube nächstes Jahr oder irgendwas habt ihr mal vor, ne? Heuer ist es nicht ausgegangen, eben wegen der großen Baustelle, was wir unten gehabt haben. Nächstes Jahr wollen wir auf die Cultiva. Ja, wir wollen da mit so einer Art Auhang-Gewinnspiel auftreten, indem man Homeboxen auf Zeit aufbaut und wenn man den Rekord bricht, ja, von Mr. Smart natürlich, dann kann man diese Homebox dann mitnehmen. Nicht? Wenn wir fleißig üben, weil das soll ja nicht so einfach gehen. Nicht? Und gutes Stichwort übrigens, es gibt nämlich auch da bei der Cultiva ein Gewinnspiel. Wie ihr vielleicht schon wisst, wir haben da einen Stand mit Legal und natürlich ist auch Blunt TV dabei. Da gibt es nicht nur tolle Fanartikel von uns, T-Shirts mit Kappen, mit Taschen, mit Aufklebern, Aufklärungsmaterial, Infoflyer und ihr dürft natürlich auch bei uns Mitglied werden. Und es gibt ein super geiles Gewinnspiel mit einer wahnsinnig geilen Merlin-Bong. Die können wir auch noch mal kurz einblenden. Und jetzt hier bei Mr. Smart, ihr wollt auch noch was zur Ja, Verfügung wir stellen? steuern natürlich etwas dazu bei. Wir geben da einen Co-Lab dazu. 40 mal 40, ja, optimal für eine Mutterpflanze, für die Pflanzenzucht optimal geeignet. Ja. Das seht ihr auch hier hinter mir. Da steht so ein kleines Zelt. Ich finde es ja super genial. Das kann ja wirklich jeder mal kurz im Kleiderschrank verstecken. Und einfach Stört echt niedlich. Pfeife raus. Also Leute, das solltet ihr nicht verpassen auf der Cultiva, Stand 82. Diese Gewinne gesponsert von Mr. Smart. Und wir bedanken uns in diesem Sinne und sehen uns auf der Absolut, Stand 82. Cultiva. Ciao. Ciao, Papa. Ich sitze jetzt hier mit der Michaela und dem Chris. Die beiden haben, wie am Anfang erwähnt, ja, schreckliches Erlebnis mit der Polizei gehabt und zwar in Verbindung mit Cannabis hier in Graz. Und ich finde es schön, dass ihr euch beiden zeigt und vor die Kamera stellt und wirklich mal den Leuten sagt, was da vorgefallen ist und was da passiert ist. Michaela, erstmal zu dir. Tag erstmal, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja, mich würde interessieren, wie lange hattest du vorher schon oder mit Cannabis überhaupt, oder wie bist du das erste Mal mit Cannabis in Berührung gekommen? Ja, das erste Mal mit 15 Jahren bei einer Party, ein paar Züge gemacht, hat mir sofort gefallen und ja, da bin ich bei geblieben, ne? Besser als Alkohol auf jeden Fall. Hast du vorher Alkohol getrunken? So ist es, ja. Und außerdem Kater am nächsten Tag. Oder die Blackouts. Hast du andere Exzesse auch hinter dir gehabt, also andere Drogen? Ja, sicher härtere Drogen, Chemie, Ecstasy und so weiter, aber das hat mir nicht gefallen. Das macht dich auf Dauer kaputt, ne? Den Körper kaputt und Cannabis ist wirklich gesund, ne? Heilpflanze, ne? Da bin ich bei geblieben. Jetzt, wo wir nur über Drogen reden, hast du eine Ausbildung, hast du einen Beruf?
Ja, ich bin Einzelhandelskauffrau, Speditionskauffrau, Industriekauffrau und war Maschinistin. Jetzt bin ich Edelsteinschleiferin. Du machst auch in der Musikbranche was? Du bist DJ irgendwie ein bisschen? Genau, DJ, Musikproduzentin. Sehr schön, sehr schön. Die machst auch tolle Lieder. Ja, so ist es. Die nächsten Cannabis-Songs stehen schon bereit. Super. ja, jetzt nochmal zu deinem Konsum. Also du hast praktisch vorher auch mal andere Sachen, da bist dann zu Cannabis gekommen und fandest es eigentlich sehr natürlich und bist dabei geblieben. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so ist es. Ab wann war das ungefähr? Ab wann war das? Seitdem ich 18 war. Also vor 10 Jahren circa. Okay. Ja. Doch schon so lange. Ja, schon so lange. wie war das? Wie bist du früher wie hast du deinen Konsum gedeckt? Du hattest ja nicht von vornherein deine eigenen Pflanzen, nehme ich an. Ja, am Anfang habe ich gekauft bei Freunden oder in der Stadt. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, besser ist es doch, wenn ich selber das Ganze zu Hause mache. Ne? Da weiß ich, was drin ist, wo es herkommt. Ne? Bio und die eigene Liebe mit reinstecken. Ne? Und es ist doch schön, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen. Ne? Nach wie vielen Jahren war das denn ungefähr? Das war ungefähr nach 4 Jahren habe ich angefangen, ja. Okay. Danke. Chris, auch dir würde ich mal kurz dieselben Fragen stellen. Okay. Wann hast du eigentlich angefangen zu rauchen? Wann hast du das erste Mal Kontakt damit gehabt? Oh, circa mit 13 Jahren. Oh, doch schon so früh. Ja. Woher? Durch Freunde? Auch durch Freunde, ja. Und dann mit meiner Schwester. Okay. Regelmäßig. Jetzt bin ich erst 19. Okay. Und ja, habe auch schon andere Sachen probiert. Hat mir aber auch nicht gefallen. Der nächste Tag bist dann voll kaputt und es macht den Körper einfach kaputt. Diese Chemie und Hanf ist einfach natürlich. Hast du vorher schon Zigaretten geraucht? Ja. Alkohol? Alkohol auch, ja. Rauchst du immer noch Zigaretten? Trinkst du immer noch viel Alkohol? Alkohol nichts mehr, aber Zigaretten. Okay. In Verbindung mit Gas wahrscheinlich auch. Ne? Jetzt derweil zurzeit nicht mehr, wegen diesem blöden Vorfall. Okay. Aber bald vielleicht wieder. Okay. Ja, was mich jetzt nochmal vor allen Dingen interessieren würde, ist, du bist ja jetzt erwischt worden, die sind ja bei dir eingelaufen. Hast du kostendeckend gearbeitet? Hast du das nur gemacht, um deine Sucht zu befriedigen oder hast du das gemacht, um Geld zu machen? Ich habe es zuerst gemacht, um meine Sucht zu befriedigen, ne? Um nicht mehr einkaufen zu müssen. Danach habe ich mir gedacht, ja gut, ich kann ein bisschen was meinen Freunden weitergeben, ne? Habe ein bisschen Geld gemacht. Ne? War eigentlich hast du Geld gemacht oder kostendeckend? Es war zuerst kostendeckend und zum Schluss wollte ich anfangen, ein bisschen Geld zu machen und da sind sie leider schon gekommen. Ne? Okay. vielleicht war das die falsche Idee. So ist es. Ja, was mich noch interessieren würde, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass die dich so ins Visier genommen haben oder wie ist das passiert? Wie hast du das gemerkt oder hast du es überhaupt gemerkt? Nee, ich habe nichts gemerkt zuerst. Ne? Ein Kumpel von meinem Bruder, der hat mich angeschwärzt. Ne? Der hat gesagt, dass ich einen halben Kilo zu Hause habe und dann sind sie nach Hause gekommen. Ne? Okay. Hatten die einen Hausdurchsuchungsbefehl oder gab es irgendwelche Anzeichen? Hast du vielleicht ein Telefonklicken gehört oder irgendwie was Vermutung gehabt? Gar nichts? Nee, gar nichts. Also die sind direkt nach Hause gekommen zu mir, haben Durchsuchungsbefehl angefordert und das war's. Ne? Okay. Dann sind sie schon vor meiner Tür gestanden. Warst du in dem Moment auch zu Hause, wo die da eingelaufen sind? Ich war gerade bei einem Freund. Bei mir sind die Polizisten schon früher gekommen. Mhm. Und ja, die waren auch zu zweit, die hatten keinen Durchsuchungsbefehl. Okay. Ich habe gesagt, sie dürfen nicht in die Wohnung hinein, aber sie sind trotzdem hineingegangen, obwohl ich es ihnen verboten habe. Okay. Und ja. Haben sie dir Dienstnummer oder so gegeben? Hast du sowas verlangt? Ja, oder? Gar nichts. Okay. Dazu kann ich natürlich auch immer raten, Leute, wenn sowas ist, immer Dienstnummern aufschreiben, Namen verlangen, auch wenn es euch nicht gegeben wird, trotzdem darum bitten. Alles immer möglichst tun. Ja, aber die Beamten gehen natürlich oft über Gesetze und über Rechte hinweg von den Leuten. Ja, ich weiß ja schon ein bisschen Geschichte. Du bist verhaftet worden. Genau, ja, am 22. Februar.
Wie ist das genau verlaufen? Die haben bei dir vor der Tür gestanden? Genau, die haben bei mir vor der Tür gestanden, eine halbe Stunde geläutet. Ich wollte sie zuerst nicht reinlassen. Erst als sie sagten, sie brechen dann die Tür auf, wenn ich nicht aufmache, dann habe ich aufgemacht. Es waren zwei Polizisten und es sind dann noch vier Stück nachgekommen und die haben mir die ganze Wohnung zerlegt. Okay, das heißt, die haben nicht nur mal kurz nach Drogen gesucht, sondern haben dann das halbe Kilo unter der Fußmatte gesucht und Kopfkissen oder was weiß ich. Genau so ist es, ja. Ist da Schaden entstanden? Ein bisschen, ja. Sie haben schon ziemlich, mir die Wohnung ziemlich zerlegt, muss ich sagen, ja. Wird da nachher für aufgekommen? Nee. Was ich gehört habe, nicht, nee. Das heißt, sobald die was finden, ist man für den Schaden. Dürfen die da wüten und tun, was sie wollen? Wenn sie nichts gefunden hätten, dann könntest du es ersetzen, ja. Ja, schaut so aus, ja. Was war das für ein Gefühl für dich, als sie da eingelaufen sind? Bist du da direkt verhaftet worden? Wie hast du dich gefühlt? Kannst du das irgendwie beschreiben? Ja, natürlich total ungut, ne? Ich habe mir schon gedacht, so jetzt geht's mir in den Kragen, ne? Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich nicht ins Gefängnis komme, dass ich auf den Posten mitgenommen werde und verhört werde. Ne? Aber ja, dem war nicht so. Ich war zwei Tage lang auf dem Posten in der Zelle und dann direkt ins Gefängnis. Also erstmal die gewöhnliche 24-Stunden-U-Haft wie nennt sich das nochmal? Also 24 Stunden dürfen euch die Polizisten auf Verdacht immer festhalten. Wenn sie danach keinen Verdacht haben, dann können sie euch in U-Haft sperren und sowas, wahrscheinlich bei dir. Genau, so ist es. Da handelt es sich um die Grazer Polizei, oder? Nee, um die Judenburger Polizei. Ah, die Judenburger Polizei. Ja, schöne Grüße an die Judenburger Polizei. Auch euch würde es mal gut tun, ein bisschen menschlicher zu handeln und ein bisschen mehr den Leuten vielleicht die Gesetze vorzulesen und ein bisschen mehr die Rechte zu achten von den Menschen. Denn auch wir Konsumenten und Schwerverbrecher mit dieser Pflanze wollen einfach wie Menschen behandelt werden, auch wenn ihr das noch nicht kapiert. Kannst du das beschreiben, was es ist, wie du dich da gefühlt hast? Man hat ja erstmal keine Leute, ne? Bricht deine Welt für einen zusammen? Hast du gesagt, ich komme jetzt hier in einer Woche wieder raus? Was hast du gedacht? Wie hast du dich gefühlt? Also am Anfang ging's. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film, wegen einer Heilpflanze, ne, im Gefängnis zu sitzen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich eigentlich nach einem Monat wieder rauskomme. Aber dem war nicht so, ne? Es hat 5,5 Monate gedauert. Was ist da nach einem Monat? Was denkt man da, wenn da immer noch nichts passiert? Ja, man kommt sich einfach verarscht vor. Ne? Man denkt sich, raucht die Polizei mein Gras oder so, weil die so langsam arbeiten. Ne? Ja. Aber da drin ist das dann nicht so spaßig. Nee, das ist überhaupt nicht spaßig. Ne? Die Existenz wird komplett zerstört. Ich hätte fast die Wohnung verloren. Ne? Wenn ich meinen Vater nicht hätte, dann hätte ich keine Wohnung mehr, wäre obdachlos. Ne? Ich wäre rausgekommen mit nichts. Hast du dich auch um die Wohnung gekümmert? Ihr wusstet ja wahrscheinlich auch nicht, was los war in der Zeit. Ja, wir haben schon gewusst, was los war. Wir haben danach den Saustall, was die Polizisten veranstaltet haben, zusammengeräumt und alles. Ja, und geschaut. Ich habe sofort einen Anwalt angeschaltet. Sehr schön. Und die Wohnung weiterfinanziert derweil. Und dann, ja, zwei Monate später haben sie mich auch schon eingesperrt gehabt. Ach, du warst auch im Gefängnis. Wie lange warst du? Genau, 4 Monate. Auch 4 Monate? Ach du Scheiße. Das heißt, ihr hattet auch gar keinen Kontakt und konntet euch nicht austauschen, konntet auch nicht telefonieren? Gar nichts. Wegen Zeugenprogramm und so. Genau. Und 2 Monate lang durften wir keinen Besuch haben, nicht einmal vor den Eltern oder irgendwas, was eine komplette Frechheit ist. Das schlimm. Ein Witz ist das, ja. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich zusammen Verhandlungen, nehme ich mal an. Dein Bruder wurde wegen Mittäterschaft angeklagt? Genau, die haben vermutet, dass er mitgearbeitet hat, ne? Obwohl ich gesagt habe, nee, das war nicht so. Ne? Mhm. Aber ja, die haben sich alles Mögliche einfallen lassen, ja, damit sie meinen Bruder auch einsperren können. Das sind diese geilen Staatsanwälte, ne, die immer die ganzen Krimiserien im ORF sehen und die vermuten dann immer, dass die Mafia dahinter steckt. Und ja, wie viele Pflanzen hattest du eigentlich zu Hause? Ich hatte so immer im Schnitt um die 40 Pflanzen, direkt in Blüte. Mhm. Und insgesamt waren es vielleicht 150, was sie mir nachweisen konnten. Ja. Ach so, so auf Zeit, weil du halt was zugegeben hast. Ja, genau, ja. Und weil sie anhand der Stromrechnung ausrechnen konnten und die Lampen eben gefunden haben. Ne?
Und die haben sich das super schön ausgerechnet. Nee. Ne? Aber die haben eben den Weltgroßhandel vermutet. Ne? Wollten sie anscheinend finden. Also haben sie den Hafen bei dir hinten im Garten nicht gefunden, wo der Frachter steht? Nee, den haben sie Gott sei Dank nicht gefunden, aber den wollten sie anscheinend finden. Deshalb die 5,5 Monate Haft. Ne? Okay. Hast du jetzt eigentlich irgendein Urteil auch bekommen, weil du in der Sache mit verwickelt warst? 18 Monate. 18 Monate? Davon 14 bedingt. Ja, ist eigentlich viel zu viel. Natürlich. Und wegen was jetzt? Warum wurdest du belangt? Ja, die Superpolizei hat die Baggies eingeschickt, in denen das Marihuana verpackt war, und meine Fingerabdrücke darauf gefunden. Okay. Und auch in Aussagen von Leuten. Okay. Und ja, und sie haben bei mir auch 3 Lampen gefunden und 7 Gramm Marihuana. Mhm. Aber da war noch nichts, das war noch am Anfang. Mhm. Da haben sie mich noch nicht eingesperrt gehabt. Hast du eine Aussage gemacht, dass du was abgegeben hast? Ja, ein paar Aussagen habe ich schon gemacht, aber nichts Schlimmes. Mhm. Nur, dass ich konsumiert habe mit ein paar Freunden. Mhm. Aber da hätten sie nichts machen können. Ja, ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Ja. Und ich denke, ein bisschen geständig muss man ja teilweise auch sein, weil wir wollen uns ja gar nicht verstecken im Grunde genommen. Ja. Überhaupt nicht, nein. Gut, wir wissen, so ein Verfahren, das ist ja nicht nur, dass das gar nicht lustig ist und dass die Familie nicht Bescheid weiß und jetzt in dem Fall sogar noch die Familie da eigentlich völlig ruiniert wird. Was hat euch das eigentlich, außer dass die Wohnung ruiniert wurde und dass fast eine Wohnung verloren gegangen wäre und so weiter, was hat euch das jetzt eigentlich an Geld nochmal gekostet für einen Rechtsanwalt, für vielleicht Gerichtskosten und so? Also bei mir 2000 Euro Rechtsanwalt. Gerichtskosten habe ich noch nichts bekommen. Ich bin erst einen Monat draußen. Ne? Mhm. Finanzamt könnte auch sein, dass da was kommt. Mhm. Habe ich auch noch nichts bekommen wegen dem Führerschein. Aber Mehrwertsteuer hast du eh nicht abgeführt, oder? Na, so ist es, ja. Vielleicht wollen sie das noch haben für illegale Sachen. Ne? Schon mit kassieren auch noch. Ne? Nee, du hast ja keine eingenommen, dann können sie auch keine kassieren. Wenn dann jetzt so ja die Mehrwertsteuer nehmen müssen. So gesehen, ne? ja, so gesehen. Na, also da können wir dir dann auch helfen im Schreiben. Ich denke mal, da muss dir Handel wirklich nachgewiesen werden und so einfach ist das dann auch nicht, dann einfach Steuern nachzunehmen, weil dann müsstest du ein Geschäft gehabt haben und das ist dann auch nicht so leicht, ja. Nee, stimmt, ja. Aber ich denke mal, die Kosten, die sind schon schlimm genug. Waren da für dich noch Kosten? Was ist für dich aufzugekommen? Ja, jetzt habe ich 1800 Euro für den Rechtsanwalt zu zahlen, auch die Gerichtskosten. Jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, ist von der BH gekommen, Verfahren wegen Einziehung des Führerscheins. Okay. Und ja. Bist du beim Autofahren erwischt worden? Na. Nein, überhaupt nicht. Auch dagegen bitte Widerspruch einlegen mit deinem Rechtsanwalt, weil ist unrechtsmäßig. Die dürfen dich mit dem Führerschein gar nicht belangen, wenn du nicht im Autoverkehr erwischt worden bist. Ja. Die haben keinen Handtest von mir gemacht, gar nichts. Die wissen eigentlich gar nicht, dass ich konsumiert habe. Ist ja umso besser für dich. Du wirst wahrscheinlich erst eine Einladung zum ISD kriegen. Genau. Das sind so Suchtpräventionsanstalten, sage ich mal, Institute. Und die wollen dir da halt einen Hahn abnehmen. Mhm, genau. So, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal gefragt. Welches Gericht, welcher Richter, wenn wir den überhaupt nennen dürfen, hat dich jetzt zu was verurteilt? Das Landesgericht Leoben. Die Richter, dürfen wir sie nennen? Nennen wir sie einfach mal. Ja, Urrichterin Frau Gutnick, die uns immer Hoffnungen gemacht hat, dass wir bis zur Verhandlung rauskommen, ne? Was aber dann doch nicht geschehen ist. Mhm. Und die Richterin war dann die Frau Anzenberger, ne? Mhm. Die war aber recht nett. Aber wir finden die Strafe trotzdem zu hoch. Natürlich. Jede Strafe ist dafür zu hoch, finde ich. So ist es, ja. Mal du machst das ja auch nicht nur aus, um deinen Konsum zu decken. Also du hast das ja nicht wahrscheinlich nur gemacht aus der Beschaffungskriminalität heraus, sondern du nimmst das auch aus medizinischen Gründen, oder? Genau so ist es. Ich nehme es gegen Depressionen, gegen Schlafstörungen und gegen Schmerzen auch, ja. Okay. Mich würde mal interessieren, vorher, wenn man das so macht, man denkt jetzt nicht unbedingt jeden Tag so an Polizei oder so, ja. Auch wenn es dann wahrscheinlich immer so im Hinterkopf schwebt. Hast du vorher schon mal Erfahrungen mit Polizei in Bezug auf Cannabis gemacht? Überhaupt nicht, ne. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die zu mir nach Hause kommen, ne. Da ich meine Freunde auch aufgeklärt habe, ne, wie sie sich verhalten sollen dann im Falle des Falles, ne. Einer hat sich leider nicht dran gehalten und das war mein Verhängnis, ne. Okay. Also hat dich auch einer angeschissen? So ist es, ja. Okay. Also du hast vorher noch nie Probleme mit Polizei auch gehabt? Ja, früher, wie ich noch jung war, mit 13, 14 Jahren,
bisschen Blödsinn gemacht, okay. Aber nichts Gröberes. Nichts mit Cannabis auf jeden Fall. Okay. Keine Drogen. Wie seht ihr das? Bevor dieser Vorfall jetzt war, habt ihr euch das so vorgestellt, wenn, oder habt ihr euch das überhaupt mal vorgestellt, wenn die Polizei mal aufläuft, was dann passiert? Oder kann man sich das im Entferntesten überhaupt dann vorstellen, wie es dann in Wirklichkeit ist? Nee, man kann sich nur so ungefähr vorstellen, ne, wie es ist. Ich habe mir gedacht, ich komme auf keinen Fall ins Gefängnis, ne, für einen halben Kilo. Aber dem war nicht so. Ne. Hast du Handschellen getragen? Nee, bei der Polizei nicht, witzigerweise. Okay. Die haben gesehen, dass ich ein braves Mädchen bin. Danke an die Polizei, dass die das manchmal sieht. Ein paar nette Polizisten gibt es also doch noch. Ein paar nette gibt es noch, ja, die auch ein bisschen Verständnis für zeigen. Ne. Allerdings habe ich gehört, dieser Polizist, der mich festgenommen hat, der kokst. Ne. Okay. Ja, die müssen sich alle auf Trab halten bei den Diensten, das ist ja normal. Was mich mal interessieren würde, gab es da auch dieses Spiel, so netter und böser Polizist, so einer, der ein bisschen mehr Druck macht und einer, der ein bisschen mehr Freund ist? Ja, genau so ist es. Ja, diese spielen sie nach wie vor. Ne? Aber von dem habe ich mich nicht beeindrucken lassen. Ne? Habe auch nicht viel mit denen geredet. Die haben sich die Zähne ausgebissen und ja. Das möchte ich auch immer wieder erwähnen, Leute. Ihr guckt so viel Hollywood-Filme, ja, und da wird immer gesagt, was wird bei der Polizei immer gesagt, bevor die einen festnehmen, bei den Hollywood-Filmen? Ich bin Hase, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Oder ihr habt das Recht zu schweigen, ne? alles, was genau. Du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Genau. Ne? Und das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, nämlich alles, was ihr sagt, kann und wird sogar gegen euch verwendet werden. Ja? Und deshalb ist gar nichts sein. Genau. Erstmal mit seinem Rechtsanwalt sprechen, auf seine Aussage verweigern, bestehen und ich denke mal, damit hat man immer bessere Karten und die Bullen ärgern sich ein bisschen. Genau, und wenn sie auch irgendwelche Vorwürfe haben, immer Akteneinsicht. Genau. Und sie werden es auch sicher nicht geben, aber man kann es verlangen. Man kann es verlangen. Und wenn sie es nicht hergeben, dann soll man nichts sagen. Mhm. Sie haben auch so einen Trick, ne? Wenn du was sagst, dann bekommst du eine mildere Strafe. Ne? Das ist ja nur ein Scherz, was sie machen. Ne? Also man darf ihnen nicht alles glauben. Ne? Das ist leider ein Polizist hat leider überhaupt keine Befugnis und hat auch überhaupt keine Mitspracherecht, was das Urteil anbetrifft. Es gibt zwar mildernde Umstände, aber nur wenn ihr nachher eine Aussage macht beim Richter selber. Was ihr vorher bei der Polizei aussagt, das spielt überhaupt keine Rolle und hat auch auf das Strafmaß überhaupt keine Auswirkungen. Ja, schön, dass du das erwähnt hast. Was mich mal interessieren würde, wenn du selber die Richterin oder du der Richter wärst, was für ein Urteil hättest du über dich selber gefällt? Das Mildeste, ne? Also das Mildeste, das ich fällen darf, ne? Die werden ja auch ihre Vorschriften haben, schätze ich mal, ne? Nehmen wir mal an, du könntest jetzt deine eigenen Vorschriften machen. Wie würdest du mit so Schwerverbrechern wie Leuten, die zu Hause ihre eigene Pflanze großziehen, sie gießen und düngen und nachher ernten und sie vielleicht genießen wollen, wie würdest du solche Schwerverbrecher bestrafen? Also ich sehe uns nicht als Schwerverbrecher. Ich würde eher die Pharmaindustrie als Schwerverbrecher sehen und diese Inhaber dieser Firmen einsperren, ne, und das komplette Gesetz ändern. Ne. Hättest du dich also freigesprochen? So ist es. Hätte ich auch. Wie würdest du als Richter urteilen? Wie wärst du mit auch mit jüngeren Volk umgegangen in deinem Fall? Ja, wenn es um härtere Drogen ginge, dann würde es sicher nicht so milde ausfallen. Weil das ist wirklich was die Leute kaputt macht. Und die sollen auch lernen, dass sie vor den Weg kommen, kann man sagen. Aber bei Cannabis sollte man keine hohe Strafe kriegen. Wo ich das gerade höre, glaubst du, dass Strafen überhaupt irgendwas bewirken? Nein, eigentlich nicht, aber naja, keiner schwer, will halt, ne? Eingesperrt sein. Und ist halt schwer, wenn man nicht mehr machen kann, was man möchte. Wie könnte sich diese drogenpolitische Situation ändern? Sollte vielleicht einfach mehr Aufklärung betrieben werden, die Strafen noch härter werden? Oder was glaubst du? Die Strafen härter auf keinen Fall. Sicher mehr Aufklärung machen. Und sowieso viel mehr Aufklärung, dass Cannabis überhaupt nicht schädlich ist. Dass es sogar gesund ist, dass es ein Heilmittel ist und in nicht zu hohen Mengen genießbar. Wenn man es nicht raucht. Naja. Naja, das müssen wir immer wieder sagen. Also sobald Tabak dabei ist und sobald es entzündet wird, ist es also nicht gesundheits
fördernd, sage ich mal. Ja, vielleicht auch jetzt nicht so gesundheitsschädlich, aber man sollte es vielleicht besser vaporisieren oder in Keksen essen oder im Tee trinken. Es gibt Kuchen. So viel. Genau. was sagst du zu dem Thema? Wie würdest du damit umgehen? Ich würde das so wie in Amerika zumindest machen oder Tschechien, dass jeder seine eigenen paar Pflanzen zu Hause haben kann, ne? Und in kleinen Mengen auch genießen darf, ne? Somit auch keine Bleivergiftungen oder sonst irgendwas, ne? Beste Qualität, alles Bio. Wie oder wo würdest du mit der Aufklärung anfangen? Im Internet auf jeden Fall, das macht ihr ja schon, ne? Internet, Fernsehen, die Politiker sollten mal genauer über das Thema nachdenken. Ne? Die könnten auch viel erreichen, wenn sie wollten. Ne? Ja, da würde ich anfangen. Mich würde noch interessieren, wie geht ihr damit jetzt in der Zukunft um? Das heißt, seid ihr jetzt voller Angst und Schrecken? Ich meine, so ein halbes Jahr Gefängnis ist ja auch, das rührt ja in der Seele, das macht einen ja kaputt. Habt ihr jetzt Ängste, habt ihr Phobien? Wie geht ihr jetzt damit um? Wir haben schon, also wir sind schon noch ein bisschen geschädigt, muss man sagen. Wir haben schon noch Paranoia ein wenig. Ne? Also so genießen wie vorher können wir es nicht mehr momentan. Aber es wird schon wieder werden mit der Zeit, denke ich mir. Ne? Es ist schlimm, dass sich die Leute dadurch dann eigentlich nur verstecken müssen und eigentlich wieder in Situationen getrieben werden und wieder eigentlich in die kriminelle Schiene getrieben werden, sag ich mal. Und das will die Politik einfach nicht verstehen. Wie siehst du das? Genauso wie du, Mario. Schön. Endlich mal einer meiner Meinung. Ja. Noch jetzt irgendwas? Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Wir haben ja schon einiges jetzt von euch erfahren und ich finde es auch immer schwer für die Leute, so viel vor der Kamera zu sagen. Da schauen vielleicht Leute mit, die euch kennen und ich finde es sehr mutig. Möchtet ihr irgendwelchen Konsumenten, irgendwelchen anderen Leuten, die vielleicht demnächst mal mit der Polizei zu tun haben, irgendwas raten, irgendwas sagen? Puh, da fällt einem schwer was dazu ein. Ne? Die Gesetzeslage können wir leider nicht ändern. Ne? Man kann nur sagen, passt auf. Ne? Wem ihr etwas weitergebt, ne? Oder mit wem ihr zusammen raucht, sucht euch die Leute genau aus. Ne? Welche Tipps würdest du geben? Klappe halten, dann passiert euch nichts. Das Mundhaltungsgesetz ist übrigens immer super. Ja. Gut, ich bedanke mich, dass ihr hier wart, Michaela. Danke, Chris. Und wir schalten jetzt mal einfach zurück ins Studio. Bis dahin. Ja, ihr Lieben, das war die 91. Sendung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn sie etwas länger war als üblich. Aber so ausführliche Interviews, die fallen leider mal länger aus. Ich hoffe, es war interessant. Ich fand, es war sehr interessant mit dem Günther und der Michaela. Danke nochmal, dass ihr Gesicht gezeigt habt. Wir brauchen mehr Mutige, die vor die Kamera treten und wirklich mal die Verhältnisse offenlegen. Danke dafür. Ja, ganz wichtig noch, am 18. bis zum 20. Oktober findet die Cultiva Hanfmesse in Vösendorf in der Pyramide statt. Da sind wir auch vertreten mit Legal Europe am Stand 82. Auch Blunt TV wird eine Box dort aufstellen. Das heißt, ihr könnt dort Gesicht zeigen, dort eure Meinung sagen. Seid dabei. Ein Riesengewinnspiel wartet auf euch mit einer Chance von 1 zu 20, eine Merlin-Bon, Grow-Zelte, Fanpakete, vieles, vieles mehr. Es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Gut, wir hoffen auf Mitglieder, wir hoffen auf neue Abonnenten. Klickt uns einfach mal bei YouTube an, fügt uns als Abonnent dazu. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Baba.